So. Sven hat Martin jetzt 20 Euro gespendet. Hallo Leute, wir sind wieder da. In einer neuen Woche, in einem neuen Tag. Und wir warten auf The Wartrak. Hey. Wartrak. Ich bin hier. Wir warten darauf, dass er OK drückt und das ist mein Controller. Du hast aber nicht dir gesagt. No. Was? Ah, nein. Unsere Couch reapt mal wieder. Das ist irgendwie ohne jetzt irgendwie morgen wird es nicht am Tag Clown sein. Das ist irgendwie ohne jetzt vorurteilsbehaftet zu sein, aber es ist nicht das Los der Asiaten, dass sie ganz lange ganz jung aussehen und dann auf einmal dann aussehen, als ob sie alt wären. Sollte es so nicht sein? Nein, normalerweise. Also, du bist dein ganzes Leben jung und wunderhübsch. Und dann bist du alt und wunderhübsch. Dann kannst du in Rente gehen. Genau, und dann bist du in Rente und dann ist es scheißegal, dann bist du einfach alt und wunderhübsch. Ich finde, die sehen noch nicht mal schlecht aus, die sehen halt einfach weiser aus. Ja, wunderhübsch, sag ich ja. Ja, niedlich sieht es auch aus. Ja, vielleicht so aus. So, die sind mit 30. Ich bin schon vorher runzlig. So. Anna, du bist ja gar nicht runzlig. Dafür ist dein Kind viel zu dick, weißt du doch. Fox, wir brauchen Geld immer noch. Wir brauchen Geld, ja, dann geh anschaffen oder so. Also geh schaffen, geh. Schaffe Häusle bauen und so. Diese Musik unglaublich doll, die ist so unglaublich entspannend. Ja, auf jeden Fall. Gesundheit. Du musst ja nicht ins Stream niesen, ich sag trotzdem Gesundheit. Ja genau, das war ja unser Standpunkt. Die Frage ist, könnt ihr dann auch Zen-Karate auf Meisterniveau oder... Das wäre natürlich dann die Frage. Nur so ein bisschen. Nein, Saketa meinte, bei Asiaten ist das so, wir sehen jung aus, bis wir irgendwann mit 70 oder so alt werden und dann zack, sehen wir aus wie alte Zen-Karate-Meister. Stimmt, wir müssen das ja für die Aufnahme alles nochmal vorlesen, weil... Und er als Asiate darf das natürlich sein. Ich als Experte. Eben. Ich freue mich schon auf die Känguru-Apokryphen. Die was? Ich glaube, ist noch nicht draußen, oder? Ah, wird es dann sicherlich geben. Das ist jetzt gerade in der Mache, glaube ich, das Buch. Er ist, glaube ich, fertig mit Schriebseln. Als dass er damit einfach aufhören darf. Pat, pat, pat. Nein, ein gemäßigt sozialdemokratischer Koala-Bär zum Verlieben. Du kannst auf meiner Streampage gerade gucken, da stehen noch einige Spiele. Ich habe überlegt, nachher vielleicht sogar noch ein bisschen Golden Sun zu spielen, weil das habe ich neulich angefangen, im Stream zu spielen. Ansonsten, ich spiele relativ viele entspannte Spiele eigentlich. Sowas wie halt Stardew Valley, aber auch mal Subnautica, wobei das schon manchmal etwas stressiger ist, aber so im Großen und Ganzen doch relativ entspannt. Und Rollercoaster Tycoon 2 spiele ich viel, also in der Version Open Coaster. Aber ansonsten, ich habe eine Steam-Bibliothek, guck einfach mal rein, was gibt es so. Und ich spare gerade auf ein Stream Deck, nicht auf ein Stream Deck, auf eine Capture Card zusammen. Und dann kann ich zum Beispiel auch von der Wii U oder von der Switch mal ein paar Sachen spielen. Und ja. Wie teuer ist das nochmal? 178, glaube ich, oder so. Sind wir immer 158? Ja. Müsste ich in einer anderen Einstellung gucken. So, ich gehe mal da unten. Geh mal da unten.
Ich geh mal da unten, weißt du. Ich geh mal in den Wald unten und hole noch. Hardwood, ja, das ist ganz gut, wenn wir irgendwann noch Pferdeställe machen wollen. Tatsächlich habe ich nie Overwatch gespielt. Wenn du Overwatch, da musst du dich an Vardrak wenden. Ja, aber das streame ich nicht. Also in letzter Zeit spiele ich auch sehr wenig, aber ich habe halt sonst sehr viel gespielt. Aber nicht gestreamt, weil... Ja, wenn mir niemand zuguckt, macht das ja keinen Spaß. Ist Overwatch Third Person oder First Person? Das will ich gar nicht. First Person. Ja, First Person bin ich so unglaublich schlecht. Es geht, also ich kenn schlimmere Third-Person-Shooter, also wirklich schlimmere. Naja, es geht mir nicht um das Spiel an sich, aber ich habe halt einfach nicht so die Überblick dann. Ich müsste es wahrscheinlich einfach mal probieren, ich habe es halt seit Jahren nicht mehr wirklich probiert, ein Third-Person-Spiel zu spielen. Ja gut, aber das ist ja gerade der Skill bei Overwatch, dass man Game Awareness hat, dass man weiß, wo die Gegner sind, auch wenn man sie nicht sieht. Ja. Oder es zumindest versucht zu wissen. Ich überlege gerade, Space Marine war auch nur Third Person, oder? Ja, das ist Third Person. Aber Space Marine könnte man auch mal wieder spielen. Electrical Skateboard und Electrical Longboard, das sind sogenannte Stream-Hilfe-Accounts. Die sind einfach online, suchen sich irgendwelche Leute, gehen bei denen rein und ja, so ungefähr. Das sind aber nicht Bots, die du einlädst, sondern die gehen einfach in Online-Sachen und die hosten dann abwechselnd irgendwelche Leute, um sozusagen kleineren Streams zu helfen. Man kann denen dann aber auch schreiben, hey, ich möchte nicht, dass du ständig in meinem Chat lurkst, weil die werden auch nicht zu den Viewern wirklich dazu gezählt. Sie sind, du wirst auf ihren Channeln sozusagen angezeigt. Das ist mehr Reichweite einfach. Weil die selber viel Klicks haben. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Ich habe die nicht eingeladen. Sakita, wir haben übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, Fox, aber ich habe die Kampagne noch bei Space Marine nicht durchgespielt. Weiß nicht warum. Ich habe lieber Multiplayer gespielt, einfach so. Ja, wir haben eigentlich mehr Multiplayer dafür gespielt. Ich müsste es eigentlich mal spielen, allerdings bin ich auch so jemand, ich spiele ein Spiel lieber auf einer leichteren Schwierigkeitsstufe durch und folge so ein bisschen der Storyline. Ich bin einfach für, gerade was so Action-Spiele sind, also wo es dann um Schnelligkeit oder sonst was geht. Du hast halt kein Skill. Ich habe kein Skill, genau. Das könnte man sowas sagen, ja. Also gerade was so Shooter sind, da habe ich einfach nicht so wirklich Skill. Nein. Murphy, wenn du mal Shooter streamen willst, hat sich angemeldet, um Stutters zu schieben? Ja, weiß nicht, nächste Zeit wahrscheinlich eher nicht, vielleicht wenn es Winter wird. Wenn es Winter wird. Wenn er dann das Haus nicht mehr verlässt bis zum Sommer, wenn die Pollen durch sind. Ich habe mich auch immer noch nicht als Freund bei Pokémon Go angenommen. Ja, das stimmt. Sollte dir zu denken geben. Es nervt mich auch, dass er die ganze Zeit dieser komische orange Blubbel ist. Warum nimmst du sie dann nicht einfach an? Ich weiß nicht. Das wäre ja viel zu einfach. Aber jetzt nicht, jetzt streame ich erstmal. Also ich streame nicht, sondern Fox. Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Warum sagst du mir das? Ich hab dich doch eingeschaltet. Ich hab überlegt, ob ich streame, aber dann dachte ich mir, du streamst wieder und bei den wenigen Zuschauern, die wir haben, können wir die nicht auch noch teilen. Das passt schon. Und auch Kanal, wer hat denn da Kohle in die Kiste gelegt? Das war bestimmt Murphy. Was, welche Kiste? Boah, Murphy, in die Kiste, wo keine Kohle reinkommen. Nein, ich habe keine Faszienrolle. Das Ding? Ja. Das sind Batterien. Ja, eine Faszienrolle. Ja, man kann Batterien auch als Faszienrolle verwenden. Wissen ja viele gar nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich sind Batterien erstens zu klein und zweitens haben keine Blubbel drauf. Ach, Mädels, ihr seid alle verrückt. Danke. Was? Dich meine ich nicht. Aber süß, dass du dich angesprochen gefühlt hast. Du nennst es süß. Fox, irgendwann müssen wir uns noch einen Slime besorgen, dann musst du mir da erklären, wie die funktioniert. Ich habe in meinem Privatspielstand auf der Switch jetzt eine und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Was sollen wir uns anschaffen?
Also hier dieses Slime-Dings. Slime-Hutch, achso. Slime-Slime und dann Profit. Schriftrolle fehlt uns eigentlich noch. Welche Zwergenschriftrolle? Jetzt mal so, um mal einen ganz kleinen Themensprung drin zu haben. Weißt du das gerade? Nee. Weil ich habe gerade die drei gefunden. Ich weiß nicht, welche wir schon haben. Ich liege gerade im Bett. Ich weiß, es ist erst 19.20 Uhr, aber was man hat das halt mal. Ich renne gerade auch in der Mine rum. Und mein Inventar ist voll. Okay, ich komme zurück. Müssen wir mal gucken, welche uns noch fehlt. Na, weil wenn es drei ist, dann habe ich die nämlich gerade eben gefunden. Ich glaube zwei oder drei, weil vier hatten wir schon. Und die eins eigentlich die häufigste. Ich wollte gerade sagen, normalerweise kann man keine Ahnung. Normalerweise kann man ihn spenden, beziehungsweise. Da müsste unten unter meinem Namen ist ein Paperlink sein. Aber es könnte sein, dass die Nachrichtigungen nicht ankommen. Doch, ich habe das. Ich würde sie ja trotzdem sehen. In der Eventlist. Und ich habe das auch eingefügt, dass es jetzt. Ja. Bist du im Browser drin? Ja. Da unten ist ein riesiges PayPal-Zeichen. Oh. Da unten. Das riesige PayPal-Zeichen. Ah! Money, money, money! Oder so. Du weißt ganz genau, dass das sein kann, dass du mir Geld schuldest und ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, wenn mir jemand Geld schuldet. Ich weiß höchstens, wenn ich jemandem Geld schulde. Glasierte Süßkartoffeln. Es ist eine Süßkartoffelsaison. Es ist Süßkartoffelsaison. Und wie könnte man diese herrlichen Knollen besser genießen als süß und klebrig glasiert? Du brauchst eine gute Reise Süßkartoffel und jede Menge Zucker. Und kann das sind die nächsten Schritte. Auch nicht süß? Punkt. Du hast gelernt, wie man glasierte Süßkartoffeln macht. Können wir ja jetzt glasierte Süßkartoffeln machen, Sven, um mit zu streamen? Geht leider nicht, ich habe noch keine Küche. Und keine Süßkartoffeln. Gosh, dammit! Wir haben so viel Gold. Ja. Ja. Wenn ich bis dahin eine Dings habe, dann ja. Ich höre noch Fox sagen, wir kriegen nie so viel Gold rein. Niemals. Nee. Ich will ja nichts sagen, aber wenn alles klappt, dann habe ich ja vielleicht Pokémon Let's Go schon ein, zwei Tage vor Release. Und dann können wir das vor Release spielen. Das war eigentlich voll assi gegenüber allen anderen, die es nicht vor Release spielen können, aber das ist nicht mein Problem. Hashtag User generieren. Wir können es nur nicht vor Release zeigen, weil du keine Capture Card hast. Dann geht's Ich finde das so niedlich, wenn du so unglaublich leise sprichst. Ich verstehe mal nichts davon. Weil die Audioaktivierung nicht funktioniert bei der Lautstärke. Die Sprachaktivierung. Aber die Leute im Chat, also auf Video, auf YouTube und hier oder wie auch immer, würden das hören. Ja, ich nicht. Ich quatsche mal rein, weil ich nicht mitkriege, dass sie spricht. Du hast gesagt, ich soll es aufessen und aufsehen war Anna das. Das würde ich jetzt auch behaupten. Komm schon. So, Leute. Eine Baumfrucht. Ziegenkäse. Unterschwellige Botschaft im Rauchen. Ziegenkäse. Brauchen wir Ziegenkäse? Wir brauchen Ziegenkäse. Brauchen wir eine Nautilusmuschel noch? Ha? Ich verstehe dich leider nicht, weil die Mädels immer so laut quatschen und ich. Warte mal, ich werde mal ganz kurz. Aber können wir nicht laut quatschen? Du quatschst aber so laut. Laut. Ja, ich muss laut quatschen, ich streame. Zufälligerweise. So. Hast du gerade unser ganzes Geld ausgegeben? Ja. Was hast du gekauft? Einmal Ziegenkäse und eine Nautilus-Muschel. Dann können wir uns die Ziegen nämlich sparen. Was hast du noch gekauft? Eine Nautilus-Shell? Eine Nautilus-Muschel, ja. Ja, ja. Die haben wir nämlich noch nicht.
Wow. Das brauchen wir auch für die Bundles. Du kannst nicht einfach mal ein was reinstecken können. Leute, was geht hier ab? heute ist großer Glückstag und Dingsy hat Geburtstag. Robin. Robin the People. Pat, pat, pat. Ich mag meinen Ibi. Ich hab dir eine große Milch reingelegt. Ziegenkäse und die Nautilusmuschel. Kannst du alles wegbringen, wenn du Zeit und Langeweile hast. Mach ich gleich. Ich will dann eh noch Richtung. Eigentlich wollte ich Richtung Mine gehen. Ich bin gerade in der Mine und räume da alles ab. Das klingt, als ob du Sterbi machst. Das wurde wahrscheinlich vom Mikrofon gleich erfasst. Also. Oh. Animal Artisan Field Research. Ja, und sie kann auch gehörlosen Applaus. Was sich super gut streamen lässt ohne Kamera. Ich kann die Kamera immer noch anmachen. Ich bräuchte einen Greenscreen hinter mir. Dann könnte ich. Du hast halt schon deine Streamer-Besucher-Couch, auf der sogar schon Besucher sitzen, aber irgendwie noch nicht angemacht, die Kamera. Das ist irgendwie komisch. Ja, ich kann die Kamera nicht anmachen, ich habe nicht aufgeräumt. Hast nichts an. Man sieht zwar im Hintergrund nichts, was nicht aufgeräumt wäre, aber. Da ist eine Motte an der Wand. Warum ist da eine Motte an der Wand? Die hat uns lieb und die will auch zugucken. Ah, okay. Wir haben eine Motte, die uns lieb hat. Also wir sind. Ob die einen Twitch-Account hat? Die Motte? Ja, das wäre cool. Die könnte mich abonnieren. Oh. Nee, wahrscheinlich nicht, aber Instagram bestimmt. Du meinst Mostagram? Mit 9 Millionen Followern. Mhm. Du weißt ja, Sommer, abends, ich mein Fenster aufgemacht. 3400 Mücken, gefällt das. Wir haben das Feldforschungsbündel fertig. Nice, was kriegen wir dafür? Ich glaube einen Recycler. Ja. Dann kannst du die ganz unten noch mit hinschmeißen dann. Zu meinen anderen Recycler. Da ist, glaube ich, sowieso nur noch eine Lücke. Wir bekommen sogar epische Musik. Sehr gut. Immer wenn wir es was erreicht haben, kriegen wir epische Musik. Übrigens, wir haben heute einen sehr guten Glückstag, ne? Ich merke das schon. Hermine. Hermine? Warum bist du in Hermine? What? Was? Natürlich ist Harrys Eule Hermine dabei. Ich bin keine Eule. Doch. Welche Ebene bist du? 94, aber ich will nicht, dass du zu mir runterkommst. Das ist alles meine Erfahrung und Zeug, was hier rumliegt. Tja, ich bin nicht zu dir gekommen, ich bin auf 95. Kannst du nicht irgendwie deine Sammelstufe erhöhen oder sowas? Irgendwas Sinnvolles machen? Hardwood holen? Nee, du musst mir einfach erstmal das Minenzeug klauen hier alles. Ja. Du willst nur beweisen, dass man das auch im Multiplayer spielen kann, damit man sieht, dass ich hier auch rumlaufe. Ich habe nur den Multiplayer mit dir spielen wollen, um dir alles wegzunehmen. Ach so, okay. Alles, was du hast. Hauptsächlich die Erfahrungspunkte in der Mine. Den Rest darfst du behalten. Also nicht alles, was du hast. Ist egal. Und die Erfahrungspunkte hast du ja noch gar nicht. Oh, was glaube ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Lauda dove. Niemand gescheit. Wieso schläft eigentlich die Schlafmütze noch so lange? Ich meine nicht dich. Traut sich nicht aufzustehen. Du hättest ihn im Wohnzimmer unterbringen können. Diamanten! Wieso kriegst du die Diamanten? Weil ich cooler bin als du. Ich habe halt die ganze Scheibe weg. Da gibt es tatsächlich ein schönes Meme im Internet drüber. Zum Thema,
Update bei Stardew Valley und Improved Marriage und so. Und dann hat einer auch geschrieben, hier von wegen Ehe verbessert mit dem Update. Meine Freundin ist immer noch ziemlich sauer, dass ich den ganzen, oder meine Frau ist immer noch sauer, dass ich den ganzen Tag Stardew Valley spiele. Nichts von wegen Ehe verbessert. Wir müssen irgendwann mal die Rucksäcke holen. Ja. Dazu dürftest du nicht immer unser Geld ausgeben. Also nein. Nicht jeder. Alle müssten irgendwie arbeiten. Oder Uni oder sonst irgendwas. Mein herzliches Beileid. Saketa, was machst du eigentlich so im Real Life? Außer anderen Leuten im Stardew Valley spielen zu schauen. Wieso kommst du auf World of Warcraft? Ich spiele gar kein World of Warcraft. Du etwa? Warum bist du eigentlich heute so aggro? Und? Die sieben Zwerge waren auch nicht so aggro. Hat sogar jemand aus dem, von dem Tellerchen gegessen, ja? Und das ist dir nicht passiert, oder? Oder hat jemand aus deinem Becherchen getrunken? Oder hat jemand in deinen Unterhosen geübt, oder? Das war nicht... Das ist eine andere Geschichte. Naja. Ich weiß nicht, wie 20 Uhr, ne? Okay. So. Auf, zurück zum zur Mine, genau. Ja. Genau, das wollte ich sagen. So. Mine verlassen. Willst du es uns einfach allen sagen, dann kannst du uns das nächste Mal fragen, wenn du es vergessen hast. Hast du schon mal über ein Passwort? Wer hat was vergessen? Passwort. Aber diese Passwortorganisatoren sind total dumm, weil da muss man ein Passwort eingeben und wenn man das vergisst, hat man seine ganzen Passwörter nicht mehr. Nicht, dass mein Online-Banking-Passwort nur 5 Zeichen hat oder so. Hast du was verkauft, Fox? Nee, mach ich noch. Nee, sowas würde ich niemals verraten. Was machst du gerade? Hm? Was machst du gerade? Ich spiele Stardew Valley mit Fox im Stream. Sehr gut. Nein, was machst du in Stardew Valley? Wir sehen ja im Bett liegen. Was sind deine langfristigen Ziele? Achso, ja, Fox die ganzen Erfahrungspunkte klauen. Klingt sinnvoll. Also ich... Das ist ein sehr anstrengendes. Ich habe für ihn jetzt quasi schon die unendlichen Crab-Pots, also die sich quasi selbst befüllen, schon unten hingestellt. Und ich könnte da Phishing-Erfahrungspunkte bei sammeln. Bei Lea, er könnte da Phishing-Erfahrungspunkte sammeln. Aber nein. Ansonsten versuche ich jetzt gerade, das Gewächshaus fertig zu kriegen. Das Bundle, das geht aber nur, wenn wir Geld haben und wir haben kein Geld. Dann sollten wir einfach mal ein paar Sachen von. Ansonsten versuche ich jetzt gerade Mining hochzutreiben, Gold zu farmen, sowas alles. Wir sollten einfach mal Zeug verkaufen. Und das. Wir sollten uns ein Sparkonto. Oh, das wäre so schön, wenn es dann noch so ein bisschen Zinsen gibt, also wenigstens so 0,5% oder so. Naja, vor allem, da kann man irgendwie so 20 Millionen drauf haben, dann lohnt sich das richtig. Das ist so witzig, weil 0,5% ist heutzutage viel und wenn ich mich zurückerinnere, als ich klein war. Ich mich mit meiner Oma über sowas unterhalten, die meinte, naja, also wenn du 3% kriegst, dann ist das schon echt gut. Und heutzutage denkst du so, wie, es gab mal 3% Zinsen? Das glaube ich nicht. So ändern sich die Zeiten. Und mit dieser philosophischen Einstellung war es das auch für die heutige Folge. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschö. Ciao.